Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen, Freunde des gepflegten Klemmbausteinbaus. Und zwar heute mit einem Set, was schon relativ lange in meinem Besitz ist, also über ein dreiviertel Jahr. Das ist bei mir in Klemmbausteinzeiten lange, weil eigentlich müsste so ein Set in der Zeit schon lang gebaut sein. Ich habe das Set halt zu einer Zeit gekauft, wo dieser Kanal noch Krieg der Steine hieß und sich eben noch sehr auf diese Kriegssets fokussiert hat. Dann gab es ja den Wandel, wo ich gesagt habe, hey, ab jetzt ist Valley Bricks. Wenn ich mit nur Kriegssets mache, dann ist das viel zu engstirnig und man blendet viel zu viele tolle Sachen diesem Klemmbaustein-Universum gibt einfach aus. Aber die ganze Zeit davor war es dann eben so, dass man lieber immer Sets für das Video gebaut hat, weil man ja den entsprechenden Upload-Rhythmus hat, nicht ewig Zeit hat und dann lieber ein Set für ein Video gebaut hat, was halt dann ein Kriegsthema war und eben dieses Set irgendwie in Vergessenheit geraten ist. Derweile habe ich mich darauf schon immer sehr, sehr gefreut und möchte dieses Set jetzt endlich mit euch zusammenbauen. Und zwar ist es von Kobi die 01944. 364 Steine haben wir hier und es ist die Birka Cruises, das Kreuzfahrtschiff von Kobi. Wir kennen die Kobi-Boxen an und für sich. Wir haben hier ein wunderschönes Foto mit so einer richtigen Urlaubsatmosphäre und eben dem Schiff vorne im Vordergrund. Haben dann hier nochmal kompatibel mit Other Brands stehen, wie wir das von Kobi gewohnt sind. Und Made in EU, also in Polen. Hier oben haben wir nochmal das Kobi-Logo, immer so ein bisschen was von der Weltkarte mit als Hintergrund. Das ist eine wirklich schön designte Box, meiner Meinung nach. Haben hier nochmal die Maße des Sets, also es ist 38,5 cm lang und 11 cm hoch. Und an der Stelle nochmal den Birka Cruises Schriftzug. Auf dieser Seite der Box haben wir nochmal ein Bild von der echten Birka Cruises, beziehungsweise sogar gleich drei Bilder. Auf der anderen Seite haben wir nochmal die Maße, die müssen wir uns nicht nochmal unbedingt anschauen. Und auf der Rückseite haben wir nochmal die Birka Cruises von hinten, vor derselben Kulisse wie bei der Frontseite. Und haben auch hier nochmal die Maße stehen. Also auf die Maße waren sie scheinbar sehr stolz. Ich weiß nicht, dass sie das fünfmal auf die Packung geklatscht haben. Aber gut, dann weiß man wenigstens, was man kauft. Und ich würde sagen, ich mache jetzt das ganze Set einfach mal auf. Und dann schauen wir uns zusammen die Anleitung und die Teile an. Und im Inneren haben wir hier einige Teile, also einige Platten und natürlich die Teiletüten. Und ihr seht schon, es sind halt relativ große Teile und deshalb kriegen wir auch ein relativ großes Set aus diesen 300 Teilen raus. Aber Kobi-Teile kennen wir soweit eigentlich alle. Deshalb gehen wir lieber mal zu der Anleitung. Und ich muss sagen, man sucht ja bei den Kobi-Sets eigentlich immer händeringend nach der Pet-Printed No-Stickers-Aufschrift auf der Box. Und diese Aufschrift haben wir auf dieser Box nicht und auch auf der Anleitung nicht. Und deshalb ist was, was mich natürlich sehr traurig macht dabei, und zwar dieser Stickerbogen. Und dieser Stickerbogen ist auf einem anderen Level. Also ich bin sehr, sehr froh und ich werfe es deshalb Kobi auch nicht vor. Ich werfe es nur dem Set vor, dass dieser riesige Stickerbogen hier dabei ist. Ich bin sehr, sehr froh, dass Kobi jetzt in den neuen Sets die meisten Sachen pet-printed no Stickers rausbringt und man sowas nicht mehr an einem Kobi-Set vorfindet. Ansonsten haben wir natürlich die Anleitung. Wenn wir die aufschlagen, ist die Kobi typisch. Das heißt, es wird ausgegraut, was schon gebaut wurde, was noch gebaut wird, wird in Farbe dargestellt. Wir haben verschiedene Bauabschnitte, also die Tüten sind mit Zahlen gekennzeichnet. Und hier ist dann nochmal hinterlegt, wie viele Tüten zu diesem Bauabschnitt gehören und man raussuchen muss mit der Zahl. Insgesamt haben wir zwei Bauabschnitte und die Anleitung hat 59 Bauschritte. Und so wie es aussieht, werden die Sticker tatsächlich auch erst am Ende geklebt. Deshalb kann ich euch das Set auch nochmal ohne Sticker zeigen. Aber ich würde sagen, ich fange jetzt auf jeden Fall mal an zu bauen. Und wir sehen uns dann beim ersten Zwischenbauschritt wieder. Viel Spaß! Und wir sind jetzt bei Bauschritt 31, beziehungsweise das ist noch nicht ganz richtig, weil zum Bauschritt 31 gehört auch noch dieser Teil hier. Das setzen wir jetzt gleich zusammen. Auf jeden Fall haben wir in den ersten bis sechsten Bauschritten hier so ein bisschen das Grundgerüst gebaut. Wir haben hier wirklich sehr schöne Platten dabei. Die Teilequalität ist Kobi-mäßig wirklich, wirklich spitze. Und dann haben wir von Bauschritt Nummer 7 bis jetzt zur 31 quasi vorne dieses Bug gebaut. Wenn wir schon so viele Bauschritte haben, ist natürlich logisch, wir haben hier wieder einen Kobi-typischen Bau. Also das Ding ist komplett massiv und damit kannst du eine Fensterscheibe einwerfen. Und das Ganze wird jetzt eben mit dem restlichen Teil, den wir ja schon vom Schiff gebaut haben, verschmolzen. Auch hier wieder einige Querverstrebungen drin. Also das kriegt man nicht mehr auseinander. Ich meine, das ist ein Kobi-Set so von Anfang 2020. Und ich muss wirklich sagen, das hört sich jetzt verrückt an. Aber ich hatte noch nie so viel Spaß an einem Set, an dem ich keinen Spaß hatte. Hört sich so ein bisschen an, als ob ich jetzt durchdrehe, aber nein, keine Angst, soweit ist es noch nicht.
Ich erzähle euch mal, was ich damit meine. Die Bau- und Steinequalität von dem Set ist einfach wunderbar und es macht super, super viel Spaß. Aber umso mehr man baut, umso mehr sieht man dem Ganzen an, dass später die Sticker drauf müssen, damit es halbwegs ordentlich aussieht, weil es sonst wahrscheinlich eine sehr, sehr trostlose weiße Landschaft hier wird. Wenn ich jetzt aber diesen riesigen Kobi-Stickerbogen sehe, und Kobi-Sticker sind meistens im Vergleich zu anderen Herstellern wirklich nicht die besten Sticker, und dann sehe, dass man die da aufkleben soll und die auch noch über mehrere Steine gehen, dann habe ich da echt schon wieder keine Lust drauf. Also ich weiß, dass ich hier mit einem tollen Baugefühl und einer tollen Anleitung ins Set baue, an dem ich beim Aufbau viel Spaß habe, was aber am Ende scheiße aussieht, außer ich klebe die Sticker drauf, die mir einen richtig, richtig schlechten Tag machen werden. Und am Ende, wenn die Sticker drauf sind, kann man nicht mal mehr das Set auseinandernehmen, weil sie, wie gesagt, auch noch über mehrere Steine gehen. Das zerstört einfach den Grundgedanken der Klemmbaustein-Idee. Und wie gesagt, Kobi hat sich da verbessert. Kobi arbeitet daran, dass solche Stickerbögen nicht mehr vorkommen. Aber in einem Set, was Anfang 2020 rauskommt, so einen riesigen Stickerbogen zu haben, ist auch für Kobi untypisch. Und woran wird das wahrscheinlich liegen? Ich habe mal ein bisschen recherchiert. Dieses Set wurde als erstes nur auf den Kreuzfahrtschiffen von der Burka Cruises Airline, beziehungsweise den ihren Reisebüro-Standorten verkauft. Als dann aber diese Reederei pleite gegangen ist, hatte Kobi trotzdem in Auftrag von denen noch weitere solche Sets schon produziert gehabt, die sie natürlich auf Lager hatten. Und die sind dann später in den freien Verkauf gegangen. Und ich bin mir ziemlich, ziemlich sicher, dass Kobi sich gedacht hat, bei so einer Auftragsarbeit, da müssen wir uns nicht so viel Mühe geben. Warum sollen wir da alles padprinted machen? Das sind eh bloß Kunden, die eigentlich das Kreuzfahrtschiff mögen und sich das hier als einmaliges Souvenir nehmen und später nie wieder Klemmbausteine bauen. Und mit dem Hintergedanken hat sich Kobi dann halt gedacht, okay, wir sparen uns die Arbeit, geben uns weniger Mühe und machen dann so einen riesigen Stickerbogen. Und das ist zwar nachvollziehbar, macht für mich aber als jemanden, der hier eine Klemmbaustein-Review zu diesem Set macht, dieses Set zu keinem tollen Erlebnis mehr. Ich baue aber trotzdem natürlich auf jeden Fall weiter. Wir sehen uns beim nächsten wichtigen Bauschritt wieder und dann schauen wir mal, wie wir das mit den Stickern handhaben. Wir sind jetzt fertig mit Bauschritt 49 und ich könnte diesen eigentlich mit einem Satz zusammenfassen. Es ist Kobi. Es ist einfach nur Kobi. Es wird massiv gebaut, es wird geschichtet, es werden große Teile verbaut, es werden super gute Teile verbaut. Das Ding ist am Ende ein halber Schlagstock, also das Ding kriegst du nicht mehr auseinander. Es ist wirklich einfach typisch Kobi. Und es macht so, so viel Spaß, wenn man nicht ein was im Hintergedanken hätte. Und da haben wir vorhin schon drüber geredet, dass das alles, was du baust, so aussieht. Weil es ist kein Kreuzfahrtschiff ohne den Stickerbogen. Ansonsten seht ihr das, wir haben ja schon die verschiedenen Ebenen reingebaut. Dann haben wir hier unten das typische Kreuzfahrtschiff-Heck angedeutet. Und es sieht wirklich alles, alles gut aus. Und es macht wirklich super, super viel Spaß von den Bautechniken her. Naja, ich baue es auf jeden Fall jetzt noch fertig. Dann sehen wir das Ganze mal ohne Sticker. Und dann werde ich die Sticker höchstwahrscheinlich schon mal auf, dass wir es auch nochmal mit Sticker sehen. Aber ich kann jetzt schon mal spoilern. Höchstwahrscheinlich wird dieses Schiff keine Kaufempfehlung bekommen. Ja, Freunde, der schöne Teil an diesem Set ist vorbei. Und zwar ist der Bau vorbei. Und ich würde euch das Set eigentlich auch nochmal mehr von der Seite zeigen, um euch da zu zeigen, was man da so sieht. Aber es sind ja noch keine Aufkleber drauf. Und dementsprechend ist das weiß. Da ist nichts, okay? Da brauchen wir nicht drüber sprechen. Das Einzige, was ich euch jetzt erstmal an dem Set ohne Aufkleber noch zeigen kann, ist, wie schön hier eigentlich die Formen getroffen sind. Ich meine, das kann ja Kobi wirklich richtig gut. Die haben da auf jeden Fall den Skill dazu, um irgendwie so eine Schiffsform sehr schön darzustellen. Und deshalb macht der Bau auch so viel Spaß. Aber jetzt ist der Bau vorbei. Und jetzt kommt die bittere Realität. Wir haben hier oben ein paar farbliche Sachen drin, haben hier das Deck schön angedeutet und es sieht eigentlich auch ganz cool aus. Wir haben hier so ein bisschen den Wellnessbereich mit Überdachung und wenn das ganze Set so wäre und ein bisschen was geprintet wäre, dann wäre das eine sofortige Kaufempfehlung. Ich meine, wir haben hier ungefähr 850 Gramm auf der Waage, das ist ein massives Ding, also wie gesagt, das ist so ähnlich wie bei der USS Wahoo, das ist dieses U-Boot, was ich euch von der amerikanischen Marine mal vorgestellt habe. Das Ding ist ein halber Schlagstock. Die Wahoo war länger, deshalb hat sie sich den Spitznamen besser verdient, also die Wahoo war über einen halben Meter lang. Hier sind wir nur bei knapp 30 cm. Die Teile sonst sind wunderschön und ich bin auch der Meinung, klar, 30 Euro für das Set ist jetzt kein Schnäppchen als Teilespender, aber wir haben hier gerade von den weißen Teilen einfach super coole Teile drin, also richtig lange Teile, auch lange Bricks, schöne Platten, also wer solche Teile braucht, das ist vielleicht sogar wirklich eine Alternative, um sich die Teile zu besorgen,
weil es natürlich auch kein Print ist. Den Punkt gebe ich euch ja sogar. Aber wenn man sich dieses Set hier kauft, dann wird man sich das zu 99% kaufen, weil man die Burka Crew schön findet, vielleicht schon mal damit gefahren ist und sich das einfach ins Regal stellen will, damit schön aussieht. Wir haben ja von Kirby einige Schiffe, die große Titanic zum Beispiel. Dafür hat nicht jeder das Geld und nicht jeder den Platz. Dafür hat man schon eher Platz und auch das Geld übrig. Jetzt haben wir halt nur das Problem, dass wir aus diesem weißen Ding, was ich euch gerade gezeigt habe, mit dem Stickerbogen so ein Kreuzfahrtschiff hier machen sollen. Ich denke, wir sind uns alle einig, dass das keinen Spaß machen wird. Und ich habe ein großes Problem damit, weil das steht im Kirby-Universum irgendwie in keinem Verhältnis mehr. Wir bekommen die RMS Titanic von Kirby, die 1929, in Maßstab 1 zu 450 mit über 700 Teilen für ca. 50 Euro. Hier haben wir die Burka Cruises, ein modernes Kreuzfahrtschiff mit 364 Teilen, natürlich auch ein bisschen größeren Teilen als jetzt bei der RMS Titanic, für 30 Euro. Das Problem ist, die RMS Titanic ist pad-printed, die Burka Cruises hier nicht. Und deshalb, ich mache die Sticker drauf und ich zeige euch das Ganze auch nochmal mit Stickern und da gibt es nochmal einen kleinen Kommentar, auch wenn die Sticker drauf sind. Aber Fakt ist, dass ich dafür leider, so leid es mir tut als Kirby-Fan, keine Kaufempfehlung rausgeben kann. Weil, wie gesagt, allein der Gedanke an den Stickerbogen hat mir den ganzen Bau versaut. Obwohl der Bau an sich sehr viel Spaß machen könnte. Aber man sieht ja die ganze Zeit, dass man da einfach nur so ein weißes Etwas hochschlichtet und eben kein schönes Schiff. Und deshalb versaut es einem schon so ein bisschen den Bau, obwohl man noch nicht mal die Sticker klebt. Jetzt werde ich hier vielleicht noch eine Stunde verbringen, um die Sticker aufzukleben. Obwohl der Bau an und für sich maximal vielleicht 2 Stunden dauert, wenn man sich beeilt, 1,5 Stunden. Und werde mich da maßlos drüber ärgern. Und mir geht's so, wenn ich sowas gebaut habe und mir das ins Regal stelle, dann will ich immer wieder denken, ach, wie war das schön, als ich das gebaut habe. Wenn ich das hier ins Regal stelle, selbst wenn es am Ende gut aussieht und ich habe das Gefühl, das wird's nicht mal mit diesen langen Stickern. Ich bin ja sowieso nicht der begnadete Stickerkleber. Dann habe ich die ganze Zeit im Hinterkopf, ja, das ist ein weißer Klotz, den wir mit Stickern irgendwie versucht haben aufzuhübschen. Und ich würde deshalb aus dem Grund, auch weil es preislich so komisch einzuordnen ist, nicht mal Leuten, die gerne die Sticker kleben, eine Kaufempfehlung rausgeben. Also ich kann mir sowieso nicht vorstellen, dass es Leute gibt, die gerne diesen Stickerbogen hier aufkleben. Ich meine, Sticker kleben ist die eine Sache, aber das hier, das ist ein fucking Meer an Stickern. Also dieser Stickerbogen ist so groß, das ist so ein großes Stickermeer, dass da die Burka Cruises drin chippern könnte. Kann ich mir nicht vorstellen, dass da irgendjemand Spaß dran hat. Wie gesagt, ich klebe die Sticker jetzt auf. Dann seht ihr nochmal die Burka Cruises kurz in ihrer vollen Schönheit und Pracht. Und dann reden wir nochmal kurz drüber. Wenn ihr die Sticker nicht gerne klebt, könntet ihr jetzt eigentlich abschalten, weil so kann ich keine Kaufempfehlung dafür geben, bin ich ganz ehrlich. Ja, und die Sticker sind jetzt dran und das ist mir an der einen Stelle schlechter und an der anderen Stelle besser gelungen. Das Lustige ist, von oben seht ihr ja jetzt noch nicht viel von diesem Sticker-Irrsinn, der da jetzt draufgekommen ist, außer hier vorne zum Beispiel. Ich würde jetzt einfach mal die eine Seite hier umdrehen und da seht ihr, das sind halt auch langgezogene Sticker. Also hier sind 3 Sticker mal auf eine Reihe, hier sind 2 Sticker mal auf eine Reihe, hier ist 1 Sticker sogar nur, der dann hier noch ein bisschen kombiniert ist und so weiter und so fort. Das sind sehr langgezogene Sticker. Die sind mal ein bisschen besser, mal ein bisschen schlechter draufgekommen. Das ist aber auch alles erstmal relativ egal. Natürlich kann man sich da vielleicht 3-4 Stunden Zeit nehmen, das mit Pinzetten und sonst was aufkleben und dann hat man die Sticker da drauf. Mein Grundproblem ist aber, dass das nicht die Klemmbausteine-Idee ist. Wir haben hier Kirby. Das will man sowieso nicht mehr auseinanderbauen. Den Punkt gebe ich euch auch. Aber jetzt haben wir hier ewig lange Sticker drauf. Also wenn ich das Ding einmal auseinandernehmen muss oder warum auch immer, dann ist danach das Set wertlos. Weil die Sticker kannst du dann nicht mehr wiederverwenden und ohne Sticker ist es nicht schön. Das ist doch direkt ein anderes Bild. Stellt euch mal vor, nur die Hälfte davon wäre geprintet. Vielleicht ein bisschen weniger Detailgrad, aber nur die Hälfte davon wäre geprintet. Wie schön das Schiff auf einmal wäre, wenn es gebaut wäre. Und jetzt? Jetzt sind hier alle Sticker drin. Ja, das Schiff ist vielleicht schöner geworden dadurch. Aber eben durch Sticker. Ich habe es ja schon gesagt, ich kann dafür keine Kaufempfehlung rausgeben. Ihr müsst selber wissen, was ihr dann damit macht. Wenn ihr sagt, die Sticker stören euch nicht, wie gesagt, ich kann es mir nicht vorstellen. Aber dann kauft es euch gerne. Ihr werdet damit Spaß haben. Es ist eine gewohnte Kirby-Qualität. Auch die Sticker haben diesmal eine bessere Qualität, als ich es von Kirby sonst so erlebt habe. Das macht es aber nicht besser. Wenn ihr das Set selber besitzt, schreibt mir gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Es würde mich wirklich sehr, sehr interessieren, gerade bei diesem Thema.
Und natürlich könnt ihr auch, wenn euch das Video gefallen hat, einen Daumen nach oben und ein Abo dalassen. Ich habe das lustigerweise in letzter Zeit mitbekommen, dass Leute Videos disliken, auch mit der Begründung in den Kommentaren disliken, dass sie das Set schlecht finden. Und ich sage in dem Video, dass ich das Set nicht gut finde, dann verstehe ich nicht, warum das Video gedisliked wird. Aber das ist halt Logik von Menschen. Alles gut. Wie gesagt, ihr könnt ja gerne einfach ein Like dalassen, wenn euch das Video gefallen hat. Und natürlich wünsche ich euch wie immer einen wunderschönen Tag. Haut rein, euer Valleybrick.